Es ist Zeit, den Motor anzuwerfen. Ich fühle mich super. Was als Fahrrad begann, raste mit dröhnendem Motor ins 20. Jahrhundert. Wir untersuchen den inneren Aufbau des Motorrads, genau wie seine äußersten Grenzen. Wir stellen Ihr Bild des Motorrads auf den Kopf und machen Sie zum Motorrad-Experten. Ich bin Daniel Wilson und gehe allen Dingen auf den Grund. Mit einem Doktortitel in Robotertechnik neige ich dazu, die Welt ein wenig anders zu sehen. Ich suche überall nach der versteckten Seite alltäglicher Dinge. Sehen Sie alles über Motorräder. Man liebt es oder man hasst es. Doch kalt lässt das Motorrad niemand. Etwa 200 Millionen Menschen fahren weltweit Motorrad. 94% davon außerhalb der USA. Allein in den Vereinigten Staaten hat sich der 27 Milliarden Dollar schwere Wirtschaftszweig in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Heutige Motorräder sind das Ergebnis von einem Jahrhundert technischer Innovationen. Geschwindigkeiten jenseits von 560 km/h, Sprünge von über 100 Metern. Schneller, weiter, höher. Das Motorrad und seine Fahrer treiben sich gegenseitig zu immer neuen Rekorden. Doch was ist ein Motorrad? So erstaunlich es klingt, diese Frage ist unter Motorradenthusiasten heiß umstritten. Einfach gesagt ist jedes Fahrzeug mit 2 Rädern in einer Reihe und mit Motorantrieb ein Motorrad. Die Anfänge waren klein, kaum mehr als Fahrräder, die mit simplen Motoren nachgerüstet waren. Doch heute gibt es hunderte Hersteller, von Japan und Indien über Italien bis in die USA. Es ist ein globales Phänomen und ein Crashkurs in Physik. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Drehmoment. Dieselben Kräfte, die ein Motorrad aufrecht halten und vorwärts bewegen, halten auch die Planeten auf ihren Bahnen um die Sonne und drehen die Erde um ihre Achse. Doch für manche zählt nur eine Gleichung. Motorrad ist gleich Geschwindigkeit. In 7 Sekunden beschleunigen diese Dragbikes von 0 auf 390 km/h und legen eine Entfernung zurück, die der Länge von 3 Fußballfeldern entspricht. Eine derartige Beschleunigung erzeugt Kräfte von 8G. Das bedeutet 8-fache Erdanziehungskraft, mehr als Astronauten bei einem Space Shuttle-Start aushalten müssen. Um diese Extreme zu erreichen, schluckt das Motorrad 1 Liter Sprit pro Sekunde. Und zwar nicht gutes, altes Benzin, sondern Raketentreibstoff. Er heißt Stickstoffoxid. Doch er ist bekannter unter einem anderen Namen, Lachgas. Zahnärzte benutzen Stickstoffoxid, weil es hier entspannend wirkt. In hohen Dosen kann es sogar Halluzinationen hervorrufen. Doch Drag-Rennfahrer schätzen es, weil es unter hohen Temperaturen zerfällt und dem Motor mehr Sauerstoff liefert als Luft. Stickstoffoxid ist wie dichtere Luft. Um mehr Treibstoff zu verbrennen, braucht man mehr Luft. All der Sauerstoff erzeugt viel Hitze. So viel, dass ein Motor schmelzen kann. Mehr Hitze bedeutet mehr Leistung und mehr Leistung bedeutet höhere Geschwindigkeit. Das bedeutet, dass es schwer wird, das Motorrad zu kontrollieren, oder? Nein. Überraschenderweise bedeutet eine höhere Geschwindigkeit auf einem Zweirad mehr Stabilität. Das ist Martin Hackworth. Er ist nicht nur Motorradfahrer, sondern auch Physikprofessor.
Mit einem Rad und einem Band demonstriert er das Geheimnis der Stabilität. Das System ist stabil, weil es sich dreht. Das Rad ist bestrebt, seinen Drehimpuls zu erhalten. Das Prinzip des Drehimpulses besagt, dass ein sich drehender Körper seine Drehung aufrechterhalten will. Das funktioniert so. Ein freistehendes Rad kann leicht umgeworfen werden, doch wenn es sich dreht, erzeugt es eine Schwungkraft. Versucht man nun, es umzuwerfen, wirkt eine starke Gegenkraft. Dies ist der Drehimpuls und der Grund, warum das Motorrad bei hoher Geschwindigkeit stabiler wird. Doch die Geschwindigkeit hat auch Schattenseiten. Jedes Jahr gibt es in den Vereinigten Staaten über 100.000 Motorradunfälle. Und 88% davon führen zu Verletzungen oder gar zum Tod. Deshalb bin ich hier an der Training Wheels Motorradschule, um sicheres Fahren zu lernen. 93% der Unfallopfer sind Autodidakten. Sie verunglücken, weil sie mental und technisch nicht vorbereitet sind. Sie zögern. Ein Großteil unserer Vermutungen zum Thema Motorradsicherheit ist falsch. Nicht aggressives Fahren fordert die meisten Opfer, sondern Zögerlichkeit. In diesem Kurs lernst du mentale Strategien und Techniken, um nicht zu zögern. Es beginnt mit der richtigen Schutzausrüstung. Worauf fällt ein Fahrer wohl zuerst, wenn er stürzt? Bauch, Beine? Gut geraten, probier's nochmal. Der Kopf? Geht doch! Die meisten Motorradverletzungen sind Kopfverletzungen. Und ein bestimmter Punkt bekommt besonders viel ab. Womit schlägt der Fahrer wohl zuerst auf, wenn er stürzt? Mit dem Gesicht? Leider mit seinem Kinn. 19,4% mit der rechten Seite, 15,2% mit der linken. Und wo schlägt man wohl am seltensten auf? Auf der Kopfoberseite? Genau, auf dem Schädeldach. Bei Motorradunfällen wirken Kräfte von bis zu 100 G. Das entspricht einem Rennwagen, der mit 320 km/h gegen eine Wand fährt. Doch während ein Specht seinen Kopf mit 1200 G gegen einen Baum donnern kann, hält unser Schädel nur kurzzeitig bis zu maximal 300 G aus. Helmhersteller gehen das Problem von zwei Seiten an. Die Außenschale ist aus einem harten Material, das nichts durchlässt. Doch bei einem Aufprall verformt es sich. Um den Schock zu dämpfen, gibt es diese zweite Schicht. Die harte Außenschale besteht aus Glasfaser und Polycarbonat. Die innere Lage ist gewöhnlich aus Polystyrol, demselben Material wie Styropor. Die Schutzwirkung des Helmes hängt mit dem physiologischen Aufbau des menschlichen Kopfes zusammen. Das Gehirn schwimmt in einer Art Gallerte im Inneren des Schädels. Sowohl Schädel als auch Gehirn bewegen sich mit der Geschwindigkeit des Motorrades. Doch wenn der Schädel durch einen Unfall abrupt abgestoppt wird, bewegt sich das Gehirn zunächst weiter und schlägt gegen die Schädelinnenseite, wodurch massive Traumata entstehen. Es ist das erste Newtonsche Gesetz. Ein Körper behält seine Bewegung bei, solange keine Kräfte wirken. Doch verteilt man die enormen Bremskräfte auf nur 2 oder 3 Millisekunden, kann ein sonst tödlicher Crash überlebt werden. Es ist dasselbe Prinzip wie bei der Knautschzone eines Autos. Die Dämpfung dehnt die Dauer des Aufpralls aus. Die Geschwindigkeitsänderung geschieht über einen längeren Zeitraum und der Aufprall verliert dadurch an Stärke. Ich fühle mich super. Du siehst cool aus. Sehe ich cool aus? Und wie? Das ist wie eine moderne Rüstung. Diese lederne Motorradjacke sieht vielleicht gut aus, vor allem aber hat sie ein spezielles schützendes Futter. Es besteht aus extrem dünnen Kristallen, aus ineinandergreifenden Kohlenstoffatomen. Tausende dieser Kristalle sind zu Fasern verwoben, die das Leder verstärken. Dadurch wird es